Ja, herzlich willkommen. Neue Episode Spaß mit Flaschen. Basti, kennt ihr jetzt bereits? Moin. Moin, Tom. Grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf. Spaß mit Flaschen. Spaß mit Flaschen. Wow. Und nachdem wir jetzt schon den Pfeffi-Vergleich angestellt haben und vier verschiedene Pfeffis untereinander probiert haben, versuchen wir jetzt das Ganze selber zu machen. Und wir haben schon festgestellt, wir müssen uns ähnlich wie beim Limoncello mehrmals wieder treffen, ja. Damit das funktioniert. Wir machen zwei Rezepte, eins, was so ungefähr 3 bis 5 Stunden Lagerzeit hat, nee, 3 Stunden. Drei Stunden einfach Liegezeit und eins, was so 5 bis 7 Tage Liegezeit hat. Das heißt, das werden wir jetzt machen, dann werden wir 7 Tage warten und da werden wir das andere machen und dann werden wir die gegenseitig probieren, welcher jetzt besser funktioniert hat. Genau, ob man den man auf die Schnelle macht, auch gut trinken kann und dann vielleicht, wenn man abends noch ein Geschenk braucht, den schnell machen kann und der schmeckt. Oder ob man lieber 5 bis 7 Tage warten sollte, um ein richtig gutes Produkt zu bekommen. Schauen wir mal. Genau. Und dann würde ich sagen, beginnen wir doch direkt mit dem ersten. Minze habe ich frisch geerntet heute. Und vom Balkon. Genau, kommen vom Balkon, sind frisch angewachsen. Ja, riecht Handvoll sehr gut. Handvoll Minze kommt jetzt hier ins Glas. Das ist also so Handvoll, sag ich mal, ist jetzt so. Eine gute Hand, ja. Das ist eine gute Handvoll. Kann auch ruhig doch ein bisschen mehr. Ja, machen wir. Ich habe ja was mitgebracht, ne? Also, ja. Machen wir mal so. Soll ja nicht umsonst sein, ne? Genau. So. Ja, perfekt. So, und dann ist jetzt der Trick eigentlich, und dann sind wir auch schon fertig mit dem ersten Teil, 350 Milliliter Korn darüber. Genau. Und weil wir keinen Messbecher da haben, machen wir das mit Gramm, weil das ist ja ungefähr dasselbe. Und dann sehen wir ja auch, ob die Flasche... Pi mal Daumen. Passt das. Genau, dann kippen wir einfach rüber. Der Alkohol löst dann die Stoffe aus der Pfefferminze. Und nach einer Woche hoffentlich sind dann die Aromen übergegangen. Ist das ungefähr die Hälfte? Ja, würde ich jetzt sagen, oder? Die Flasche? Ein Schuss kann noch. Da. Naja, einen kleinen Schuss. Kleinen Schuss noch. Das sieht gut aus. Perfekt. 350 sind jetzt auch ungefähr drin. Das heißt... Beim nächsten Mal benutzen wir keine Waage mehr. Den Korn behalten wir und machen das dann nächste Woche nochmal weiter. Genau, der wird jetzt gelagert, am besten dunkel. Genau, am besten dunkel, am besten mit Deckel zu. Mit Deckel zu wäre gut auf jeden Fall. Das machen wir jetzt noch. Wäre gut, ja. Und dann verschwindet der hier im Schrank und bleibt bei dunkler Lagerung, wird das jetzt hier eingeweicht. Genau, und für euch gleich werden wir den Zucker noch auflösen und dann... dazugeben. Für uns dann nächste Woche erst. Genau. Wir sehen uns gleich wieder. So, eine Woche später, wir sind wieder da, haben uns wieder getroffen. Ja. Und werden jetzt das Rezept für, dass er in 3 bis 4 Stunden fertig ist, je nachdem, wie lange wir dann warten können, werden wir euch nachher sagen. Was passiert jetzt? Wir brauchen das Glas und packen da erstmal Minze rein. Genau. Wie beim anderen Rezept auch. Ordentlich eine Handvoll. Gute Handvoll. Sollte reichen. Werden wir nachher sehen, ob das reicht, wie es schmeckt. Genau. Wie es uns nachher geschmeckt hat, seht ihr dann am Ende dieses Videos. Genau. So, nächster Schritt. Da kommt jetzt der... Riecht aber gut. Riecht gut an, ne? Frische Minze ist immer richtig geil. Vor allem ist die aus seinem Garten, also das ist schon... Balkonien. Lassen wir zählen. Ja. Frischer Anbau auf jeden Fall. Ne? Frisch heute Morgen geerntet. So, da kommt der Korn drauf. Da haben wir ja beim letzten Mal genau ein bisschen was übergelassen. Halbe Flasche. Die Hälfte. Und dies geben wir jetzt drauf. Und in der Zeit, wir haben schon mal heißes Wasser angesetzt. Da geben wir, wie viel Gramm? 125 Gramm. Wir haben jetzt, genau, also wir haben 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Wasser, also Milliliter, werden gemischt mit... Das Wasser ist heiß. Normalerweise macht man es auf der Herdplatte im Topf, sodass es sich dann beim Köcheln auflöst. Wir machen es jetzt so rum. Ist nicht schlimm. Das Wasser ist heiß. Das wird aufgelöst und anschließend mit dem Korn Pfefferminzblättergemisch aufgefüllt. Genau. So, ich rühre das jetzt um und dann geben wir das gleich da in den in das Ding. Wir sehen uns gleich wieder. Das Rühren dauert jetzt einen Moment. So, da sind wir wieder. Es ist jetzt komplett durchgerührt, der ganze Zucker hat sich aufgelöst. Zeit ist vergangen, das dauert echt lange. Und dann geben wir das jetzt da rein. Was heißt lange? Also ich glaube, wenn man es auf einer Herdplatte macht
und dabei ein bisschen köchelt, dann geht das auch ratzfatz. Dann sind das keine 5 Minuten, dann ist das aufgelöst. Also das Ganze insgesamt, seht ihr ja selbst, dauert nicht lange, das zu herzustellen. Genau. So, wir geben jetzt das heiße, immer noch heiße Wasser da rein. Und das kommt jetzt so, genau, ungefähr ein paar Stunden, vier Stunden. 3 Stunden ist eigentlich... Genau. Insgesamt ist es dann vielleicht 4 Stunden mit Herstellen und dass es noch ein bisschen runterkühlt. Dauert es dann insgesamt. Das stellen wir jetzt einfach hier ab, warten die Zeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Bis später. So, 2-3 Stunden später stehen wir jetzt wieder hier und haben die Sachen quasi vor uns. Das ist ja das, was wir letzte Woche gemacht haben. Das habt ihr ja vorhin auch schon gesehen. Und das ist quasi das, was wir jetzt heute gemacht haben. Genau. Mir fällt natürlich gleich auf, die Farbe ist etwas unterschiedlich zwischen den beiden. Also man kann am Ende sagen, nach einer Woche sieht es schon anders aus. Sieht definitiv anders aus. Also das ist schon ziemlich dunkel geworden. Mhm. Guter Braunton. Da sieht man auch, dass die Farbe aus den Blättern rausgegangen ist. Und hier natürlich noch nach 2,5-3 Stunden jetzt noch nicht. Genau. Aber leichte Verfärbung sieht man auch da. Ja. Geht jetzt irgendwie so gerade vom Gefühl her so ein bisschen in Richtung Lütje Minze, dieses Ding. Ja. Wir sehen nachher, wie es aussieht, wenn wir alles gemischt haben. Wir bereiten jetzt für diese Nummer quasi den Zucker und den Zuckersirup, sage ich jetzt mal, genau, vor. Genau, das, was wir eben hier schon am Anfang direkt reingegeben haben, diese Zuckerlösung, genau, machen wir hier jetzt am Ende fertig, geben die dazu und dann ist der hier nach der Filtrierung fertig. Das heißt, es ist ein leicht anderer Prozess. Mal sehen, was für einen Einfluss das hat. Genau. Können wir dann welcher besser schmeckt, gucken, sagen wir euch am Ende vom Video. Genau. Wie viel Zucker brauchen wir? Wir brauchen 175 Gramm Zucker. Ist auch ein bisschen mehr als bei dem anderen. Da hatten wir 125 Gramm und 125 Milliliter Wasser. Bei dem haben wir jetzt 260 Milliliter Wasser und 175 Gramm Kandiszucker. Dadurch haben wir dann bei dem dunkleren einen Alkoholgehalt von 18% und bei dem helleren, der nur kürzer dauert, 24%. 175? 175. Oh, viel. Ja. Aber wird ja auch weniger Prozent, ein bisschen süßer. Ohne Scheiß, genau auf den Punkt. Ja, 175. Perfekt. Gut, was kommt dazu? Wasser. Heißes Wasser? Heißes Wasser. Wir haben natürlich immer noch keinen Messbecher. Auch eine Woche später waren wir noch zu blöd, uns einen mitzubringen. Also kippe ich jetzt 175 Gramm ungefähr. 175 auch? Nee, 260 sind es. Ach so. 260. Knistert auch schon gut, der Kandis. Kennt man vom Tee. Ah, grob. 266 haben wir jetzt drin. Pi mal Daumen, das soll wohl so gehen. Genau. Und jetzt werden wir das Ganze durchrühren, dass sich der Kandis schön auflöst. Genau, der muss schön aufgelöst sein. Das Wasser war jetzt natürlich heiß. Man kann das auch auf dem Herd quasi machen. Wäre sogar einfacher, weil dann das Wasser länger heiß bleibt und man besser rühren, genau, muss. Wir rühren jetzt ein bisschen länger, deswegen sehen wir uns auch erst gleich wieder, weil das kann jetzt einen Moment dauern. Ja, so, wir sind fertig. Wir haben zu Ende gerührt und während des Rührens haben wir auch festgestellt, dass das jetzt natürlich warm ist und man es gar nicht direkt tasten kann. Ja. Das heißt, wir kippen es jetzt hier rein, in den, ne? Ja. Genau, wir kippen das jetzt da ins Gefäß rein. Und... Das ist aber heiß. Muss ja auch heiß sein. Das sieht doch gut aus. Schön aufgelöst. Soll ich nochmal umrühren? Oh, das riecht aber irgendwie wild. Ja. Ich rühre mal einmal so ein bisschen durch. Mhm. Rühre mal ein bisschen durch. Dann würden wir es erstmal wieder zumachen und später probieren. Weil jetzt ist es warm. Und warmer Pfeffi ist ja nun wirklich gar kein Genuss. Oder? Weiß man nicht, ne? Weiß vielleicht schmeckt es auch warm. Gut, hat man noch nicht probiert. Im Kakao, wenn man den warm macht mit einem Schuss... Menthol, das soll ja auch gut schmecken. Ja, stimmt. Haben wir ja in unserem Pfeffi-Vergleich schon erwähnt. Ja, so, das genau. Ist ja nicht schlecht. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, so, wir sind jetzt soweit. Wir wollen jetzt abfüllen. Und zwar haben wir hier die beiden Mischen. Die waren jetzt auch noch mal ein bisschen im Kühlschrank und beziehungsweise im Eisfach. Haben wir ein bisschen runtergekühlt und dann legen wir los. Wir haben uns jetzt leere Flaschen besorgt.
Wir haben uns für Ginflaschen entschieden, einfach weil der Eigengeschmack dann, also man hätte auch irgendwie Wodka oder Kornflaschen, wir haben die ein bisschen ausgespült und so. Genau. Eine Whiskyflasche hatten wir ein bisschen zu große Angst, dass da dann doch noch irgendwie das Rauchige mit reinkommt, was jetzt beim Pfeffi nicht so angebracht wäre. Nee, ihre Pfeffi-Flasche hatte ich gerade nicht. Nee, aber ich glaube, die tun es aus, sind gut ausgewaschen. Genau. Vom Geruch merkt man eigentlich gar nichts. Genau, und dann filtern wir das da rein. Wollen wir das jetzt quasi da reinfiltern. Wir nehmen jetzt einfach die Flasche zuerst, genau, stellen wir mal in die Mitte, würde ich sagen. Und dann können wir uns überlegen, wen wir da reintun. Genau, erstmal brauchen wir noch einen Trichter. Genau, den bestmöglich. Tun wir da rein. Und noch ein Baumwolltuch, ein feines oder ein Sieb sind gut, um das da einfach drüber zu legen. Ich will es jetzt nicht in die Mitte machen. Wir brauchen ja zwei verschiedene Tücher. Ja, können wir auch so machen. Dann machen wir es so und dann machen wir gleich die andere Seite mit dem anderen. Genau, dann müssen wir es ein bisschen festhalten, damit das hier uns nicht in die Ohren kippt. Dann nehmen wir mal den Clan zuerst. Genau, das ist der den wir vor ein paar Stunden gemacht haben. Genau, 3 Stunden gelagert. Hat 24% Alkohol, ein bisschen mehr als der andere. Zumindest theoretisch, wir haben es nicht nachgemessen. Ja, so um den Dreh. Um den Dreh. Willst du es einfach reinballern? Willst du mal riechen? Es riecht jetzt auf jeden Fall nicht wie Pfeffi, würde ich sagen. Es riecht nicht wie Pfeffi. Aber es hat einen Pfefferminzgeruch, so wie Pfefferminztee. Ja, das stimmt. Wie Pfefferminztee, nur mit Alkohol. Und man riecht auch den Alkohol bei dem raus. Definitiv. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ergebnis. Das läuft doch wie am Schnürchen. Würde ich auch sagen, das geht besser als ich dachte. Zack, jetzt kannst du es damit hatte ich offen gestanden nicht gerechnet. Sollen wir die da wieder reintun? Können die ja nochmal ein bisschen ausbringen. Ach so, oh. Wer den Tropfen nicht ehrt. Der ist das Endprodukt nicht wert. Den Pfeffi nicht wert. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das angeht. Sollen wir jetzt erst den anderen auch schon mal filtern und dann? Ja, ach guck mal. Sieht doch ganz ansehnlich aus. Er sieht tatsächlich ein bisschen aus wie die Lütje Minze. Aber sowas von. Die wir euch schon vorgestellt haben. Schöne Färbung wie der Lütje Minze. Wenn er auch so schmeckt wie der Lütje Minze. Dann bist du mindestens begeistert und ich eigentlich auch. Also ja. Das würde mich schon abholen, sag ich mal. Ja, der Lütje hat mir im letzten Video ja schon sehr gut gefallen. Von daher bin ich mal gespannt. So außerhalb der Kamera wurde der jetzt gerade vom Wasser durchgespült. Und tada! Dann würde ich sagen, switchen wir jetzt mal zur anderen Flasche. Genau. Stellen wir ein bisschen zur Seite. Und suchen uns mal eine Ecke im Handtuch, die noch nicht benutzt ist. Die andere Seite einfach. Sehr gut. Jupp. Das sollte funktionieren. Riecht ein bisschen weniger nach Alkohol und ein bisschen mehr nach Minze. Ja. Was Sinn ergibt, weil es deutlich länger im Wasser war. Exakt, also mit der Minze definitiv. Und es macht auch Sinn, weil es weniger Prozente sind. Ja, es ist einfach mehr Flüssigkeit drin. Mal schauen. Es ist halt jetzt die Frage, ob es wirklich einen großen Unterschied macht, wie lange jetzt das Zuckerwasser da drin war. Weil hier war es ja wirklich nur sehr kurz drin. Achso, war es ja nicht schlimm. Nö. Genau. Was für einen Unterschied das jetzt macht. Auf jeden Fall ist dieser dunkler. Wesentlich dunkler. Sieht aus wie ein Whisky. Ja, echt ein bisschen. Oder halt ein Pfefferminztee. Was euch lieber ist. Sieht Pfefferminztee so aus? Der ist schon dunkler auf jeden Fall. Okay. Ja. Willst du nicht alles reingeben? Ja, ich wollte erstmal durchfließen lassen. Ach so, na gut. Also es filtert auf jeden Fall besser, als wir den Limoncello gefiltert haben durch die Kaffeefilter. Das hat deutlich länger gedauert. Ja. Vielleicht war es dafür aber auch noch ein bisschen reiner, weiß man jetzt nicht. Mir gefällt das hier mit dem Handtuch ganz gut. Also es sieht gut aus, es wird gut gefiltert. Ja. Kommt ein bisschen Waschmittel mit rein. Nein, Spaß. Nee, ist keins mehr drin, das wurde schon ein bisschen länger benutzt. Ach so. Ja, auch sehr gut.
Ja. Ich überlege gerade, wie viel haben wir denn jetzt gemacht? Das ist jetzt die große Frage. Wir werden. Ja, das müsste da reinpassen. Ich glaube, ja, wir haben genau 0,7 gemacht. Das haben wir genau abgepasst. Ja, wir haben natürlich wieder vorher alles perfekt durchgerechnet. Sie jetzt nicht einfach alles da reinmachen? Wenn du meinst, dass das passt. Klar, da ist er noch. Ein Schlückchen ist da noch. Das ist das halt perfekt. Also da würde ich mal sagen, das haben wir wirklich fast kalkuliert. Ja, also Into-Neck-Füllstand aus dem... Genau, aus dem Erklärvideo. Wir wissen nicht, ob es schon online ist. Es ist wahrscheinlich noch nicht online. Wahrscheinlich. Demnächst werdet ihr ein bisschen was über Haltbarkeit von Spirituosen lernen. Und Into Neck ist ein Wort, das ist, könnt ihr euch schon mal merken. Ist ein Stichwort. Könnt ihr mit auftrumpfen vor euren Freunden. Das bedeutet, dass es quasi aber noch nicht verraten. Nicht gespoilert. Ihr werdet es im Video sehen. Gut, das war die Nummer. Ja, eigentlich können wir es jetzt probieren, ne? Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Kannst du als Berliner Brandstifter Whisky verkaufen. Gut, lassen wir vielleicht lieber aus markenrechtlichen Gründen, aber ja, ich gebe jetzt mal den ins Glas. Ja, und du gibst den mach den mal Glas hier, weil da schon mal ein bisschen was... Gib den mal da rein. Warum ist denn da was drin? Da sind ein paar Tröpfchen von dem Apfel. Und das ist von dem. Warum ist das da? Na gut, ist ja jetzt egal. Okay, ich habe schon mal die Hälfte daneben gelassen. Gut, dass ja, er nicht gut so wertvoll ist und selbst ja, gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja selbst gemacht, gar nicht so kostet. Alles aus eigenem Anbau, also außer der Korn. 5 jetzt. Tage hat er gelagert. Und jetzt 7. Vergibst du den hier. 7. Es waren 7. Ja. Genau eine Woche. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wirklich. Welchen sollen wir denn jetzt zuerst? Also ihr könnt jetzt leider nichts sagen, weil wir... Schreibt doch mal was so in die Kommentare. Zeit haben wir nicht. Genau, schreibt mal in die Kommentare, dann könnt ihr sehen, ob wir am Ende recht haben. Ich würde sagen, wir probieren erst den 18% und dann den 24%. Ja. Gut, Geruch hat. Wenn ihr es andersrum gemacht hättet, könnt ihr ja mal was dazu sagen. Oder könnt ihr sagen, warum macht ihr das denn? Könnt ihr mal begründen, wieso ihr das andersrum gemacht hättet? Ja. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Schmeckt aber echt ein bisschen wie Pfeffi. Also jetzt nicht wie das Original. Aber geht gut. Vor allem voll für 3 Stunden. Hallo. Mega. Also halt auch hier wieder, das haben wir beim Limoncello auch schon gemacht, es ist ein bisschen viel Zucker. Ja, es ist ein bisschen viel Zucker. Tatsächlich. Man könnte auf jeden Fall noch weniger Zucker nehmen. Den Fehler werden wir wahrscheinlich... Aber das ist doch ganz geil. Vor allem der Zucker... Ich hatte mir den schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Der Zucker hebt den Alkoholgehalt auch so ein bisschen auf. Mhm. Macht es milder. Ach, der ist lecker. Trinkbar auf jeden Fall. Ja, doch. Kann man zumindest jetzt, also, ich sag mal, da haben wir schon Schlimmeres gebraucht. Ja. Stichwort türkische Pfeffer. würde ich sagen, kommen wir zu Nummer 2. Ja, ein bisschen, ja, mal gucken. Der riecht jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob der jetzt stärker riecht. Haben wir hier noch? Ja, schon, der riecht stärker. Mir fällt gerade auf, wir haben sehr guten Fehler gemacht. Also wir haben ja gesagt, wir wollen mit dem 18%igen anfangen. Haben wir jetzt leider nicht gemacht. Stimmt, wir haben mit dem 18%igen. Das ist ja mega geil. Ja gut. Aber insofern schmeckt ja trotzdem sehr gut und merkt man nicht, dass das... Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal mit einem guten angefangen. So viel dazu. Okay, das war jetzt ja gut. Der 24% und 3 Stunden. Ja. Und jetzt kommt quasi, ich weiß nicht, was man als besser bezeichnen würde, weil der hat jetzt länger gelagert. Genau, und der das ist theoretisch jetzt besser. 7 Tage, theoretisch besser. Bisschen andere Mixtur. Mixtur könnt ihr ja nochmal nachlesen. Genau, kann man ja aber auch individuell ein bisschen anpassen. Kann man beim ersten Versuch mal so probieren. Und dann, je nachdem, wie es einem schmeckt, wir sagen jetzt, es war ein bisschen viel Zucker, kann man beim nächsten Mal vielleicht 25 Gramm weniger nehmen. Ja. 50 Gramm weniger, je nachdem. Wollte ich gerade sagen. Muss auch jeder noch selber rausfinden. Genau. Cheers. Probieren wir den mal. Sehr mild. Ist milder, ja, tatsächlich. Aber jetzt, der hat noch weniger diesen Pfefferminz-Likörgeschmack, den man kennt, finde ich. Ja. Der geht jetzt in irgendwie gar keine Richtung. Aber schlecht ist der auch nicht. Oh, der ist nicht schlecht. Es schmeckt mehr nach, wirklich wie er aussieht, mehr nach Pfefferminztee mit gut Zucker drin. Ja, stimmt. Das ist halt einfach... Also, aber gut trinkbar. Auf jeden Fall gut trinkbar. Dafür ist 18% sehr gut trinkbar.
Lecker. Ich weiß nicht, welchen ich besser finde. Was ist dein Favorit? Bei mir ist es der mit 24% und in 3 Stunden, ja, weil der einfach mehr Richtung dem typischen Pfeffi kommt, der auf dem Markt ist. So, ja. Das, also ich finde auch, dass der geiler schmeckt, weil der mehr dieses, der hat so ein bisschen, der schlägt mehr an, weißt du, der, ja, hat mehr dieses Minze, so ein bisschen Krams. Ja. Krams, ja, ist kein richtiges Wort, was ich benutzen will, aber ja, doch, bin ich auch bei dir. Ja, doch. Also schmeckt mir auch besser. Auch echt, ich bin überrascht, dass es bei 3 Stunden trotzdem so ein guter Pfefferminzgeschmack da drin ist. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir den ja aufgegossen haben mit heißem Wasser und dann gelagert haben. Das heißt, ja, der hatte 3 Stunden Ziehzeit in heißem Wasser. Ja. Und bei dem anderen ist es jetzt ja so gewesen, dass wir ihn aufgefüllt haben mit heißem Wasser und dann auch relativ schnell abkühlen lassen haben und dann getrunken haben. Genau. Das ist, ja. Und er ist natürlich ein bisschen milder, allein dadurch, dass mehr Flüssigkeit reingekommen, ja, ist. Aber ja, Favorit, ja. Würde, ja, ich auch sagen. Klares Ding. Und das in 3 Stunden. Genau, das sind 3 Stunden. Ihr seid also safe, wenn ihr für heute Abend noch Pfeffi braucht. Gut, er muss da ein bisschen abkühlen, also sagen wir mal 4, 4,5. Und dann seid ihr safe. So, dann könnt ihr heute anrühren, morgen trinken. Ja. Super geiles Zeug. Ja, würde ich sagen, danke dir, ja, fürs Mitmachen. Und danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Spaß mit Flaschen. Spaß mit Flaschen. Wow. Ja, danke, dass du zugeschaut hast. Hier findest du ein weiteres Video und hier findest du unsere Playlist. Außerdem findest du im Beschreibungstext unten alle Produkte, die wir heute vorgestellt haben. Hier kannst du unseren Channel abonnieren. Jeden Montag ein neues Video. Das würde mich freuen.